Hallo Leute, herzlich willkommen zurück bei Splinter Cell Chaos Theory. Wir waren hier irgendwo stehen geblieben, dass ich keine Ahnung mehr hatte. Was war denn unser Ziel? Was sollten wir tun? Suchen Sie nach den Frachtbüchern Lacerdas Lieferungen und eliminieren Sie Lacerda. Aber wo waren wir jetzt nochmal? Ich glaube hier nicht, ne? Von hier sind wir, glaube ich, reingekommen. Bin mir da jetzt aber nicht mal so zu 100% sicher. Engine Room, ne? Ah. Wo war denn das, Mann? Hier waren wir definitiv noch nicht. Hier waren wir definitiv noch nicht. Wow. Ach, hier komme ich aber auch nicht mehr raus. Aha. Wo musste ich denn jetzt? Ich habe jetzt eben so lange nicht gespielt, dass ich gerade überhaupt keinen Plan habe. Das ist dann hier vielleicht nur ein Ort, um sich vor Gegner zu verstecken. Wäre ja möglich. Waren wir hier in die Sensoren in deinem Anzug melden eine hohe Gaskonzentration. Ach du. Ja, ich kann es riechen. Muss ein Gasleck sein. Könnte genug sein, um ein erhebliches Explosionsrisiko darzustellen. Du darfst im Maschinenraum auf keinen Fall schießen. Na wunderbar. Erwarte bitte nicht, dass die Jungs dort clever genug sind, um die Gefahr auch zu bemerken. Gut möglich, dass sie auf dich schießen, sobald sie dich entdeckt haben. Ich verstehe schon. Ich soll dafür sorgen, dass man mich nicht sieht. Okay. Komm mal her. So, okay, hier ist schon nur eine kleine Kante. So. Na los, komm, nimm. Jawohl. Schön ruhig bleiben. Wir wollen doch kein Aufsehen erregen. So, wer sind Sie? Ich bin der Brandinspektor und mache mir Sorgen, dass einer von deinen dämlichen Freunden versuchen könnte, hier drin einen Schuss abzugeben. Warum? Riechst du denn nicht das Gas? Doch, aber ich hielt es nicht für gefährlich. Stell dir einmal vor, du müsstest deine Munition irgendwo sicher verstauen. Wo würdest du sie hinpacken? Die Männer haben ihre Kabinen backbaut. Gehen Sie hinter dem Maschinenraum links. Die haben da eine Kiste voller neuer Waffen und vielleicht noch andere Sachen. Bin nicht sicher. Mist, ich würde eigentlich noch weiter vorhören. Aber ich hätte falschen Knopf gedrückt. So. Der da oben. Rattert ja ein schön lautes Ding. So. Ist nur noch der, wie mir scheint. So, wo ist denn der? Wo ist denn der jetzt? Hinten. Hier ist ganz schön dunkel hier oben. Ach, der geht noch weiter. Ich dachte, der kommt jetzt zurück. Ich trinke nebenbei übrigens wieder Kaffee, also bitte nicht ganz so böse nehmen. Okay. Ich könnte mal ein bisschen sichtbarer werden wahrscheinlich. Kommt er jetzt genau hier lang? Ja, kommt er. So, dann jetzt mal einen Daumen drücken, dass er nicht hier lang geht, wo wir jetzt stehen. Deshalb mal kurz hier in die Ecke gehen. Denn ansonsten haben wir ein kleines Problemchen.
Das hat schon was, so wie gerade, so wie wir gerade dastehen. Sieht irgendwie schon ein bisschen cool aus. So. Ja, hab dich. Hab dich. Also können wir nicht verhören, schade. Ach ja, und nehmt mir jetzt nicht übel, ich habe jetzt die Sums nochmal geändert, denn es war bei 1 und 2 schon tierisch schwer, überhaupt Sums zu finden, deswegen nehme ich was Einheitliches, da das meiste ja doch hier so komplett im Dunkeln ist, das meiste, das war im ersten Teil habe ich auch nur, im ersten Teil habe ich auch nur, halt einheitliche noch genommen und nicht nochmal extra gemacht wie im zweiten. Denn wie gesagt, das ist abartig gewesen. Im zweiten auch schon was zu finden und dann immer mit der Helligkeit zu spielen. War jetzt mich auch nicht gerade immer so toll, denn dann sah das Bild doch mal manchmal ein bisschen komisch aus. Deswegen habe ich es nochmal geändert in einheitliche. Wie gesagt, ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Das soll ja auch nicht unbedingt kacke aussehen, die Thumbnails. Und dann nehme ich doch lieber mal einheitlich. So, was haben wir hier? Wow. Hier haben wir Duster. Und wieder langsam schließen, bitte. Ich denke mal, wenn man, seitdem man das jetzt kann, könnte das ja ein Hinweis darauf sein, dass die Leute, also die Gegner. Sam, du befindest dich in der Nähe des Schiffsbüros. Es ist auf diesem Deck, Steuerbord. Sind da die Frachtbücher? Ja, dort müssten sie eigentlich aufbewahrt sein. Okay, dass die Gegner das vielleicht mitbekommen, wenn die Türen dann nämlich offen sind. Ankunft auf dem Schiff. Hey, ist Lacerda hier vorbeigekommen? Ja, er war vor ein paar Minuten hier. Hat sich über die Frachtbücher beschwert, dieser Bastard. Ich hoffe, jemand schneidet ihm die Kehle durch. Mit Typen wie Lacerda sollte man sich nicht anlegen. Ich gehe mal lieber. Ich werde das auch nicht tun. Aber ich werde mir ja wohl noch wünschen dürfen, dass jemand anders das tut. Lacerda würde jedem, der sich mit ihm anlegt, schnell das Licht auspusten. Mhm. Wo steckt Lacerda denn? Ich weiß es nicht und ich will es auch nicht wissen. Ja, da bewegt sich der Schatten. Das ist der Alarmfischer. Ich warne dich. Ich wusste es. Und das möchte ich ja nicht. Ich möchte keinen Alarm auslösen. Und dass er jetzt tot ist, das tut mir schon ein bisschen leid. In der Nähe des Schiffsbüros. Es ist auf diesem Deck, Steuerbord. Sind da die Frachtbücher? Ja, dort müssten sie eigentlich aufbewahrt sein. Aber nur eigentlich. So, dann benutzen wir die jetzt nochmal. Ich komme irgendwann heute Abend auf Ihrem Schiff. Sorgen Sie dafür, dass mir diese stinkenden Proleten nicht im Weg stehen. Ich möchte nicht gestört werden. Ja, er war vor ein paar Minuten hier. Der japanische Geheimdienst hat seine Untersuchungsergebnisse über die Ereignisse im Zusammenhang mit dem historischen Börsencrash veröffentlicht. Da die Informationen zufolge haben, die Regierung von nordamerikanischen China versuchen, den Zusammenbruch der japanischen Wirtschaft durch Manipulationen an den Weltmärkten sind gezielte Desinformationskampagnen herbeizuführen. Wenn das so weitergeht, reicht ein einziger Funken, um dieses Mausefalle zu versenken. Na, klasse. So, weil der kommt jetzt hier wieder lang. Nope, hier ist niemand. Hier ist niemand. Aber es ist schon cool, wenn er auch so langsam geht. Fetzt. Ich möchte doch ungern pfeifen. Nun gut, war wohl nichts. Nee, warte, V. Schon wieder? So. Pfeifen wir doch jetzt mal. Ich komme dir jetzt ein bisschen näher, so dass ich mir ihn greifen kann.
Na los. Hier ist nichts. Na los, nimm doch. Was machst du hier? Diese Frage könnte ich Ihnen ebenso stellen. Da ich das Messer habe, schlage ich vor, dass du zuerst antwortest. Gut, ich soll zwischen dem Büro und der Krankenstation patrouillieren. Was befindet sich sonst noch auf diesem Deck? Nichts. Ein Deck weiter oben befinden sich Kombüse und Kantine. Unter uns liegt der Maschinenraum. Und? Wenn Sie mich schlagen wollen, dann lassen Sie mich danach wenigstens in der Nähe der Krankenstation liegen, ja? Der war geil. Wenn Sie mich schlagen wollen, dann lassen Sie mich danach wenigstens in der Nähe dieser der Alarmknopf liegen, ja? Nehme ich mal an. Was geht hier vor? Von wo kam das jetzt? Aber nicht von unten, oder? Verdammt, verdammt, verdammt. Doch. Wo kommt der denn her? Ich will nach Hause. Ich will nach Hause, da will er wohl zu Mami. Oh, kann man die kaputt schießen hier? Nee. Aber wie süß, ich will nach Hause. Der war jetzt geil. So, mal kurz nachladen. Ja, komm mal hoch. Ich will mir den nämlich noch schnappen. Da kommt er. Aber das ist... Der Typ hat richtig Schiss, das ist ja geil. Der hat so richtig Schiss. Oh, herrlich. Herrlich. Ah, uncool. Nimm nur eine dämliche Fackel weg. Ich muss dich sonst leider töten. Ah. Ja, den hat er leider gesehen. Okay. Tut mir jetzt so ein bisschen leid. Verdammt, wie konnte das passieren? Oh, cool, dass der auch so hängt, ne? Fetzt schon. Ja, da sieht man. Ah, durch den Schein sieht man den da halt. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Oh! Wow! Wie geil war das denn gerade? Alter Schwede! Das war jetzt auch einfach nur gerade nur übelst Reflex. Alter, wie geil! Schrank durchsuchen? Die Frachtbücher sind gefälscht. Den Eintragungen zufolge befinden sich in Lacerdas Container Zuckerrohr und Kokosnüsse von einem malaysischen Händler namens Nakariakov. Nakariakov? Der Name kommt mir bekannt vor. Nakariakov ist ein Codename, den philippinische Drogendealer häufig zur Kennzeichnung von Waffenlieferungen verwendet haben. Anstelle von Nüssen aus Malaysia bekam Lacerda also Waffen von einem imaginären Russen. Genau. Versuche bitte herauszufinden, wo Lacerda abgeblieben ist. Vermutlich weiß der Kapitän, wo er steckt. Gute Idee. Warum gehst du nicht einfach mal auf die Brücke und fragst ihn? Ja, machen wir gleich. Erstmal gucken, was haben wir hier für E-Mails? Flutung. Wir haben ein Problem mit der Hauptpumpe. Ich habe mir da was einfallen lassen. Wenn die Frachträume wieder geflutet werden, versuch mal die Hilfspumpe auf dem Vorderdeck in Gang zu setzen. Haben wir schon. Alles erledigt. Frachtbuch. Ach, das ist... Okay, wir haben den Schrank durchsucht, aber. So, wo ist denn hier ein Licht? Zack, dann holen wir mal kurz die Leichen. Na? Aber das war gerade so. Ich fand das so genial, wie der Typ hier vorne umgefallen. Ich fand das einfach nur genial. Ich weiß, es war jetzt wirklich einfach nur ein Reflex, weil der... Ah, guck mal einer an. Hätte ich gar keinen Umbringen brauchen. Na, klasse. Hier ist alles so dunkel, ist mal so ein bisschen blöde. So. Es ist so ein bisschen blöde. Naja, zu spät.
Nicht gesehen. Nicht gesehen. Und dass du jetzt sterben musstest, das tut mir leid. Der andere, der hätte, es hätte eigentlich keiner sterben müssen, hätte ich diesen Tunnel gesehen, also diesen Schacht. Aber den habe ich halt leider nicht gesehen. Von daher tut es mir schon so ein bisschen leid. So, machen wir mal einen leichten Stapel hier. Wenn man die jetzt noch verbrennen könnte, wäre das optimal. So, opala, falscher Knopf. Komm mal mit. Ja, wie gesagt, dass du sterben musstest. Ich weiß noch nicht, wie ich das denn deine Mutter erklären soll. Aber. Deine Organisation fällt schon was ein. Oh, ist das böse. Ist das böse. So, kommt man hier rein? Mal kurz schnell speichern. So, mein Kabel. Hier sieht man nichts. Zack. Öffnen wir mal die Luke mal. Band führt zu. Wo wohl? Wo wir wohl rauskommen würden. Mit dem. Hier hätten wir rauskommen können, eventuell. So, was haben wir hier noch? Ah, hier ist die Krankenstation. Ah, okay. Dann ist das das Büro des Krankenchefs, wie auch immer. Was haben wir? Maschinenraum. Ich mache mir große Sorgen um die Dichtungsringe an der Gasleitung. Wir haben schon mehrere kleine Lecks. Wenn das so weitergeht, reicht ein einziger Funken, um diese Mausefalle zu versenken. Ja, hatten wir alles auch schon. Zack. Weil der macht Licht. So. Oh, da ist hier noch jemand drinne. Da ist jemand drinne. Okay, verschwinde mal bitte. Da ist er. Okay, vielleicht könnten wir. Wo kommt denn das Geräusch hin? So. Vielleicht. Vielleicht klappt's, vielleicht klappt's nicht. Weil die könnte man dann irgendwie dahinter verfrachten oder so, was weiß ich. Oh. Komm raus, du kannst dich nicht ewig verstecken. Kann ich sehr wohl. Wenn du dich mal umdrehen würdest. Ah, Dreck. Das hat jetzt nicht ganz so geklappt. So, vielleicht geht er dann da raus. Vielleicht, also vielleicht denkt er ja jedenfalls dann jetzt, hey, wir müssen mal eine Tür benutzen. Bitte mach, dass da nichts ist. Okay, tut mir leid. Tut mir so ein bisschen leid, aber er dachte wirklich, da ist jemand. Geil. Das ist richtig, richtig geil gemacht. Dass die Leute jetzt hier sterben, das tut mir ja, wie gesagt, schon so ein bisschen leid. Klappt halt nicht immer so unbedingt so optimal. Aber naja, ist ja nun mal so. So, nehmen wir mal, heilen wir uns mal voll. Ja, Baby. Ja, Baby, geil. So. Zack. Zack, ist hier auch mal das Licht aus. So, noch Tür schließen, sind da freundlich. Zack, hier gehen wir wieder raus. Hätte sein können, dass da ja wer drin ist. So, was haben wir hier? Hier geht's wieder raus. Na, das ist schön, frische Luft tut gut. Und dann schließen wir die Tür. Und mache hier Feierabend. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, hinterlasst mir doch als Belohnung ruhig einen Daumen nach oben und schaltet beim nächsten Part von Splinter Cell Chaos Theory wieder ein. Bis dahin, liebe Leute, macht's gut.